Ja, das war jetzt eine spannende Diskussion, weil das, was Sie verfolgt haben, Herr Zinikus, was haben Sie da jetzt mitgenommen? Was wäre jetzt für Sie, haben Sie jetzt das Gefühl, es muss gleich in die Umsetzung gehen? Oh, das ist so eine weitergehende Frage, ja. Das ist keine Frage von Gefühl. Also die Relevanz der Umsetzung ist da, glaube ich, nicht wirklich strittig. Das ist ja völlig unerheblich, was ich dabei fühle. Das ist auch noch so vielleicht ein bisschen abweichend von der Haltung, die heute kam. Ich nähere mich der Sache weniger fühlend. Und ich glaube, das ist auch ein möglicher Zugang, den man nicht aus dem Blick verlieren sollte, ihn auch argumentativ, kommunikativ mitzunehmen. Es müssen auch die Leute sich ändern, die vielleicht keine Eisbären mögen. Das ist nicht der Zugang oder jedenfalls nicht der einzige Zugang, sondern man muss auch simpel intellektuell verstehen, wo die Bedrohungen sind. Das muss man hinterlegen können, das muss man sagen können, das muss man kommunizieren können und dann ist da, glaube ich, keine Frage, was ich finde. Ich befürchte aber, Ihre Frage stand dahinter, dass ich die Umsetzung jetzt sozusagen ministeriell umsetze. Das ist. Naja, Sie sind ja schon in einer verantwortungsvollen Position und können natürlich schon auch Dinge zumindest antreiben. Sagen wir mal so, Sie können nicht final entscheiden. Ja. Aber also, das würde ich vielleicht. Also, antreiben tun wir das. Frau Dr. Kalutze hat ja heute Morgen schon das angerissen und dass der Weg. Also ich leide ein bisschen darunter, dass der Weg noch nicht so weit beschritten ist, wie ich den gerne hätte beschritten haben wollen. Daran ist aber auch nur Bettina Mild schuld, denn die hat das Haus verlassen, das Theaterreferat verweisen lassen und ich durfte das seitdem leiten. Und das hat mich, stresst mich immer noch, aber ein Ende naht. Aber das ist natürlich so eine Entschuldigungsfrage. Aber was ich wirklich als Zeit, und das hat mich an Bettinas Vortrag auch sehr gefreut, dass auch oder überhaupt von den ganzen Einrichtungen, dass da gar nichts fertig ist. Und das ist auch bei dem Aufbau. Wir haben dieses Gerüstgesetz mit diesem von Frau Kalutz heute vorgestellten 7-Punkte-Programm. Da sind dann konkrete Maßnahmen drin. Manche ziehen sich, weil es eben Verwaltung ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das waren nur Überschriften und die irgendwie inhaltlich zu füllen, dazu habe ich viele oder brauche ich immer noch viele Menschen, die ich auch aufsuche und auch viele Akteurinnen, die heute hier gesprochen haben, gehören dazu. Ohne deren Engagement, ohne deren Kenntnis und ich da überhaupt nicht weiterkäme. Also es geht, ist auch eine Frage des intellektuellen Inputs, das weiterzumachen. Mhm. Ich glaube, das ist eine vorrangige Frage auch in der Kultur. Und nochmal, die Frage ist ja nicht, was sollten wir das machen, sondern nur, wie schnell machen wir es? Ich glaube, die 7 Leitlinien waren das Ökokult NRW, das kann man nachschauen auch im Internet, inwiefern diese Leitlinien, an denen man sich da orientieren kann, das ist gut. Wie ist das denn bei Ihnen im eigenen Haus, also im Ministerium für Kultur und Wissenschaft, wie weit sind Sie denn da, wenn wir jetzt auch gehört haben, im Museum, im Theater, was wird denn bei Ihnen intern schon gemacht? Die Landesverwaltung stellt sich ja auch generell um. Es gibt bauliche Maßnahmen, es gibt auch energiepolitische Maßnahmen, da kommen wir vielleicht dann noch drauf. Also die Energiekrise hilft uns da ein bisschen, das Ganze zu beschleunigen. Das muss man ehrlich ja sagen. Wenn das Ganze jetzt viel mehr Geld kostet, motiviert das. Also die Energiekrise ist ein Beschleuniger im Nachhaltigkeitsprozess. Ja, gar keine Frage. Also ich meine, ohne Geld, wenn das alles billig bleibt, ändert keiner sein Verhalten. Warum denn? Also Einsicht vielleicht, Erkenntnis, das, was dringend notwendig ist? Glaube ist ja was Schönes, aber ich glaube... Es geht ja da jetzt nicht um Glauben, das haben wir ja heute schon. Ja, aber ich glaube wirklich, also ohne einen gewissen Druck und eine gewisse Klarheit auch, die da gesagt wird, ändert sich nichts. Und ich meine Forderung, Benzin teurer zu machen und Bahnfahren billig und Bahnfahren gut zu machen und Ähnliches, ist ja auch eine Frage, die Geld kostet und da hilft nicht nur Einsicht. Ich kann vollen guten Mutes zum Bahnfahrer versuchen zu werden und verschwende sehr viel Lebenszeit in diesem maroden System, was man hat ausbluten lassen. Das muss man halt auch sehen. Also es ist nicht immer nur mit gutem Willen getan. Also man muss da auch schon,
Man muss auch wissen, dass das was kostet. Ich antworte aber gerne auf die Frage. Wir haben eine Kollegin, natürlich auch ausgebildet als Transformationsmanagerin, und wollen gerne denselben Prozess machen, den hier Frau Zwast heute auch schon beschrieben hat, die eine, oder auch Frau Milz, ist ein beides Transformationsmanagerin der ersten bzw. zweiten Stunde, die und genau so die Prozesse, die eben dann in die das Museum oder zu Pina Bausch gekommen sind. Genau das wollen wir in unsere Abteilung auch einbringen, indem wir uns diese Expertise auch holen und ganz klar gesagt haben, auch einer von uns geht da rein. Mhm. Wir haben ja auch gerade gehört, es funktioniert nicht nebenbei, also es braucht Zeit und Energie, eben auch menschliche Energie. Frau Kessing, wie können wir denn, also die Frage kann ich auch an Sie stellen, was unternimmt denn das LVR Kulturdezernat selber schon im Sinne der Nachhaltigkeit? Wir haben, glaube ich, eine ganz breite Palette. Wir haben bei uns natürlich auch Einrichtungen, zum Beispiel unser wunderbarer archäologischer Park in Xanten, die sind schon seit Jahren EMAS zertifiziert. Aber wir haben bei uns Häuser, die haben die ganze LED-Beleuchtung umgestellt, aber wir haben auch Häuser, wo dieser Prozess noch im Gange ist. Wir sind bei uns gerade dabei, diesen Prozess nochmal mit einer neuen Dynamik zu versehen, weil wir das wollen und weil unsere oberste Chefin, unsere Landesdirektorin, auch mit uns Zielvereinbarungen geschlossen hat und gesagt hat, ich möchte, dass ihr diesen Prozess auch nochmal systematisch angeht. Und auf diesem Weg sind wir gerade. Jetzt ist es ja so, spätestens, also wir haben ja gemerkt, durch die Energiekrise wird auch allen klar, sie müssen handeln. Gerade kleinere Häuser trifft das vor allen Dingen auch, kleinere Museen, häufig werden die ehrenamtlich geführt. Die müssen gefördert werden. Inwiefern steht es um die Förderung durch den LVR? Welche Förderung gibt es? Also wir haben bei uns zwei Linien, zwei große Linien. Das eine ist unsere Museumsförderung. Das ist so ein sehr interessanter Prozess. Da haben wir 500.000 jedes Jahr. Das ist aber immer gekoppelt auch mit Beratung. Die einzelnen Institutionen kommen. Das sind manchmal kleinere Häuser, manchmal größere Häuser. Und die werden auch bei uns beraten. Und dann begleiten wir diesen Prozess, das ist das eine. Und das andere, da sind wir dann ganz eng mit dem Land auch verbunden, das ist die sogenannte regionale Kulturförderung. Da haben wir deutlich mehr Geld drin. Das ist eine Summe, so schwankt ein bisschen zwischen 4 und 5 Millionen, mal sind wir drüber. Und da können auch, begleitet auch aus den Kommunen, Anträge gestellt werden. Und da fördern wir. Und wir sind gerade dabei, auch da zu gucken, wie können wir in diesem Bereich der Förderung Impulse für die nachhaltige Entwicklung setzen. Das ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil wenn ein kleines Haus da ist, die können wir ja auch nicht überfrachten und überfordern. Wir überlegen gerade, wie setzen wir da geschickt Impulse, dass wir die unterstützen, mitnehmen und ermöglichen. Aber ich sage ganz offen, da haben wir noch nicht den Stein der Weisen. Das ist der Prozess, der in diesem Jahr ansteht, und das steht in unserem Pflichtenheft, was unsere Landesdirektorin mit uns diskutiert hat. Das heißt, man muss noch Punkte rausfinden, wie man so ein bisschen, Sie sagen, Impulse setzt, Anreize schafft, aber es soll nicht verpflichtend gekoppelt werden an Nachhaltigkeitsaspekte. Also wenn sie ein kleines ehrenamtliches Haus hat, wo es darum geht, manchmal auch die Dauerausstellung neu zu machen, dann werden wir natürlich da sagen, überlegt, wie sind Kriterien, welche Materialien verwendet ihr etc. Das sind aber, wir können denen ja nicht die Eigenständigkeit nehmen, aber wir können sie begleiten und unterstützen. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Und die Leute, das erlebe ich ja hier auch, wenn wir diesen Kreis sehen, die Menschen, viele wollen ja. Wenn man sie fragt, willst du das ökologisch machen oder nicht ökologisch, dann weiß ich, wie bei 99% die Antwort aussehen, weil, und es geht immer um eine gute Qualität, und das steht ja nicht im Widerspruch zueinander. Der Wille ist da. Welche Kulturhilfen gibt es denn vom Ministerium, Herr Zinikus? Also, ich wollte auf gar keinen Fall außerhalb dieses Investitionsfonds Nachhaltigkeit als Einzelthema, und dann gibt man auch noch 1.000 Euro für Nachhaltigkeit, sondern das wirklich, und so ist das auch angelegt gewesen in der Arbeit, die meine Kollegin schon vor meinem Kommen ins Ministerium gemacht haben, das als wirkliches Querschnittsthema ansehen. Und ich muss schon sagen, wir müssen, also wir sind auch noch nicht so weit, das verpflichtend zu machen. Es gibt ja jetzt diese Richtlinien es gibt Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsrichtlinien des Landes, und ich würde schon sagen, und das habe ich auch eigentlich eben in der Podiumsdiskussion als Postulat gehört,
dass wir da Verbindlichkeiten erhöhen müssen. Und zwar nicht nur jetzt für die Kunst- und Kulturförderung, sondern generell handeln, wenn ich öffentliches Geld haben will, müssen nachhaltige Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Wir kennen das vom Artenschutz. Bauen Sie eine Straße und da ist die hufeisenförmige Fledermaus, bauen Sie da keine Straße. Oder Sie überlegen sich, was Sie für die Fledermaus tun. Und das war auch nicht immer selbstverständlich. Das ist auch errungen worden. So, und dann werden diese Nachhaltigkeitsziele auch sein. Oder wie das abgebildet wird in Entscheidungsprozessen. Hätte doch, also vor 100 Jahren sagte man Betriebsräte, um Himmels Willen, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenbeauftragte, Ähnliches, was alles gibt, sind doch erkämpft worden, die in echte Entscheidungsstrukturen zu implementieren. Und das muss für die Nachhaltigkeit ohne Frage auch sein. Und ich, bei allem Respekt, ich sehe das mit den kleinen Häusern auch. Erinnert mich ein bisschen an die Diskussion der Rente mit 67 und Dachdecker können doch mit 67 kein Dach mehr decken. Ja, aber es sind nicht alle Dachdecker. Und ich glaube, wir müssen schon sagen, wenn wir etwas umbauen wollen, bauen wir das um. Und wenn wir ein paar Fälle finden, die wirklich, die das nicht stemmen können, dann müssen wir uns Wege suchen, um die gezielt zu unterstützen. Aber ich glaube, der Punkt wird, da stimme ich Ihnen gerne zu, ich glaube, der Punkt wird bei uns sein, beim LVR auch, der Drehpunkt ist die Beratung. Und das ist natürlich auch so, dass wir da auch unsere Kompetenz natürlich noch erweitern müssen. Und das ist ja genau das, auch das Thema heute Morgen hier, die Frage, wie professionalisieren wir da? Und da sind wir auf dem Weg, aber ich glaube, das ist der Punkt, der viel bewegen wird, weil viele Leute wollen und wir müssen ihnen dabei helfen, das auch umzusetzen und zu ermöglichen. Ich glaube, es geht um Machen und es geht um Ermöglichen. So wie sich das anhört, Herr Zinikus, ist es aber ja auch so, dass der Anspruch kommen soll. Also weil alle Beispiele, die Sie genannt haben, auch in anderen Bereichen, das kam natürlich auch durch Forderungen, jetzt in dem Fall aus der Kunst und der Kultur. Hier sitzen natürlich Menschen, die für dieses Thema brennen, sich dafür interessieren. Aber wie repräsentativ ist das? Also das heißt, was erleben Sie denn, wie relevant das Thema Nachhaltigkeit ist? Ökologische Nachhaltigkeit tatsächlich ist? Also in der Kultur erlebe ich das, ich mache seit gutem Jahrzehnt, kümmere ich mich um Kulturförderung, ich habe noch nie ein Thema gesehen, was letztlich von der Sache so wenig kontrovers ist, wo die Leute wirklich so hinterstehen und sagen, wir wollen das machen. Also wenn man irgendwie einen guten Aufbruchsspirit fühlen will, dann geht man so eine, das ist auch heute auch ein schönes eine schöne Veranstaltung dafür, geht man da rein und kann das erleben. Also das finde ich nach wie vor. Ich sehe aber Leute, wie eben Frau Zwass, deren Fleiß man hier auch mal wirklich von außen betonen darf, die machen sich Gedanken, kann ich Menschen abkühlen, die ob der Hitze, die steigt in der Stadt, vielleicht keinen Platz mehr finden. Ich habe Bekannte, das sind an sich nette Menschen, die kaufen sich ein Auto mit 600 PS. Das Auto ist nicht verboten zu kaufen. Ja, das muss man einfach mal deutlich sehen. Da kann, wenn man das zusammendenkt, kann ich dir nur sagen, setz dich hin, mach deine Fotosammlung und bleib ruhig, wir ändern es nicht. Aber es ist natürlich das Vorbildhafte, das Sichtbare, das Öffentliche im Raum, was die Kultur ausmacht. Und diese Aufgabe wollen viele in der Kultur gerne übernehmen. Und ich möchte hier die Gelegenheit auch mal ergreifen, die Frage, ob die kulturelle Freiheit eingeschränkt wird, ist eine im Wesentlichen von außen, von politischen Gruppen, die sich für kulturelle Freiheiten interessieren, aufoktroyierte Frage und kommt nicht von innen. Kunst, das haben wir heute eben auch gehört, Kunst verarbeitet Strömungen der Zeit, wenn sie relevant sein will, will sie nicht relevant sein, ist halt nicht relevant, kann ich ja auch nicht helfen, ist ja nicht schlimm, ist ja Sache der Künstlerinnen und Künstler. Aber das ist keine Frage von Freiheit. Und deswegen ist das ist ein Scheinthema. Und da sollten wir uns wirklich vorwahren und genau gucken, wer uns diese Diskussion aufdrängen will. Sehr gut. Also relevante Themen müssen aufgegriffen werden. Haben Sie das dann auch, Sie haben wahrscheinlich ähnliche Beobachtungen, Frau Kessing, dass diese Relevanz hundertprozentig erkannt ist? Also hundertprozentig, das ist, glaube ich, ich glaube, sagen wir mal 99%. Ja, okay. Es muss ja auch für uns noch einen Anreiz geben, aber ich glaube, dass das in vielen Häusern einfach da ist und zwar auch in dieser ganz breiten
Debatte auch über Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass schon auch nochmal dieses Thema Energiesparen ein ganz großer Punkt ist. Das erleben wir ja auch, weil wir ja auch eine ganze Reihe von Häusern unterstützen und fördern, nicht nur unsere eigenen Häuser. Und da ist natürlich die Frage, wie haben sich die Energiekosten entwickelt? Und das setzt natürlich da auch nochmal einen Anreiz. Und das ist manchmal dann auch der Katalysator, sich nochmal anderen Fragen auch nochmal vertieft zu stellen und da nicht stehen zu bleiben. Ja, vielleicht nochmal kurz zu den Förderungen kommend, dass wir vielleicht da auch nochmal jetzt also einen Servicebeitrag leisten können. Wie ganz konkret und wo kann man Förderung beantragen bzw. sich noch weiter informieren? Ich glaube, vom LVR gibt es eine Veranstaltung, ne? Einen Infotag. Ja, das gibt es auch. Wir machen am 31. Oktober eine Veranstaltung hier in Köln. Da werden wir auch nochmal EU-Förderung vorstellen, alle unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir werden das bei uns auch breit kommunizieren. Wir werden das auch in unserem Newsletter, also wer noch nicht Mitglied in unserem Newsletter-Abonnement ist, bitte das jetzt tun, werden wir darauf nochmal aufmerksam machen. Das ist nochmal so ein besonderes Angebot, was wir gerade unter diesem Aspekt der Nachhaltigkeit machen. Daneben gibt es die beiden Förderlinien, die ich gerade genannt habe, die Museumsförderung und die regionale Kulturförderung. Und da sage ich einfach mal bei uns auf den Seiten vorbeischauen, da finden Sie alle relevanten Informationen. Und Herr Zinikus, wir sollten vielleicht auch nochmal Prima Klima nennen oder Kulturklima nennen. Auch eine Seite, die von den beiden Landschaftsverbänden mit dem Land zusammen auf den Weg gebracht worden sind. Ich weiß gar nicht, wer als erstes da war mit der Idee, ich glaube sogar das Land. Und da kann man sich auch nochmal informieren, auch über Fördermöglichkeiten rund um das Thema Klima und Energie. Ja, also das ist wirklich eine schöne Seite, die ist derzeit aufgebaut worden vor dem Hintergrund. Es gibt hier aus dem Doppelwumms 1 Milliarde Kompensationsmittel für Kulturinstitutionen wegen der Energiekrise. Das ist eine Vielfalt von Förderlinien und wir haben mit den Landschaftsverbänden gemeinsam eben gesagt, wir bündeln das und Landschaftsverbände haben das auch mit sehr guten Menschen, die das gemacht haben, auf den Weg gebracht. Man ist ja, wenn man eine politische Entität vertritt, immer gut beraten, nicht zu sagen, im nächsten Jahr entwickeln wir das weiter. Aber es ist natürlich schön, dass es das jetzt gibt und darüber sich zu fragen, ob man, wenn die Energiekrise vielleicht nicht mehr das primäre Thema ist, dieses Tool weiter nutzen kann, würde es sich zumindest lohnen, im Gespräch zu bleiben. Also das fände ich auf jeden Fall wichtig. Ich würde nur eine Sache hier in der Werbetrommel, ich habe ja Philipp Dassé hier gesehen, der ist von Energy for Climate und die habe ich auch kennengelernt im Rahmen meiner suchen, tastenden Bewegung. Wie finde ich Unterstützung für die Nachhaltigkeit, Haltung, Strukturen und echte Hilfe und Unterstützung? Und Energy for Climate hat halt eben auch, ich weiß nicht, ob Sie heute nochmal zu Wort kommen, aber wenn nicht, die Seite lohnt sich auch auf jeden Fall aufzusuchen, wenn man ganz gezielt Schritte gehen will. Das sind auch solche Abhackzettel, wo man Schritt für Schritt das machen kann und andere wichtige Tipps gibt es auch. Ich deletiere da, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Super. Und sonst eben für die Vertiefung kann man nochmal zu der Veranstaltung kommen im Oktober oder sich im Internet erkundigen. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank.